Boah, Sander! Ja, wie ihr seht, ein neues Let's Play mit dabei, unsere Orle. Ja, zieht's euch rein. Eine Schlacht zwischen zwei Armeen erstreckt sich über Land, Luft und See. Tausende Menschen kämpfen um die Kontrolle der von Klippen durchzogenen Küste. Schon mindestens 4 Missionen ist die Zerstörung der feindlichen Bodeneinheiten und Basen. Olle, was geht ab? Was geht ab? Ah, jetzt habe ich noch eine Runde gestartet, weil du so lange weg warst. Ich mach dann. Danach machen wir zusammen. Ich habe ein neues Flugzeug gekauft. Ich habe ein neues Flugzeug. Wie heißt das? Ja, irgendwas weiß ich. Ein Hawk habe ich und noch irgendwas anderes. Das Seahawk ist es, glaube ich. Ne? Die habe ich nämlich auch. Dann können wir vielleicht mal zusammen Amerikaner spielen. Was muss ich denn jetzt machen? Kriegsflanscher. Kannst du bei mir nicht hinterher joinen, Alter? Geht das nicht, oder? Nee, das geht ja irgendwie mit festgelegten Teams, ne? Hä? Ich hab Verknüpfung auf dem Desktop. Voll scheiße, ich hab noch irgendwo Sitzen. So ein Bunker krieg ich nur mit panzerbrechender Munition kaputt, oder? Die muss ich auch freischalten, gell, die Scheiße. Ja, aber das kann schon sein, wenn du auf Research gehst, dann steht da, du hast es auf Deutsch gestellt, ne? Ja. Du musst ja irgendwie ohne Ladung oder irgendwie sowas stehen. Oder ohne Beladung oder sowas. Da kannst du ja auch dann reißen. Ich hole mir erstmal den ersten Kameraden hier. Warum ist das nicht weg? Kriegslauncher ist weg. Der Luftschurke ist vor mir, der will hier außen rumfliegen. Die verfolge ich jetzt. Was passiert, wenn ihr Wasser, so kann ich im Wasser leicht streifen, geht das? Ich glaube nicht. Ich glaube, da ist die Liste irgendwie sofort. Da ist sie dann brown. Ja, cool. Echt, oder? Also nicht so realistisch, dass du das Wasser spritzt und so was. Nee, ich glaube, du bist dann halt direkt im Wasser. So wie bei Arma halt, oder? Ja. Hey, der greift uns und... Alter... Oha, der greift mich an. Guck auf den Radar, ist jemand hinter dir. Wie kann ich umschauen? Irgendwie kann ich doch mit umschauen, oder? Ja, wenn man mit Alt, wenn der angegeben ist. Wenn er markiert ist. So. Ich muss ja mal gucken, wo der hin ist. Da ist er. Blackmots. Die Poch. Okay, ich hab ihn vor mir jetzt. Jetzt fick ich ihn. Aber ich treffe ihn nicht. Doch, jetzt habe ich ihn einmal getroffen. Ja, manche brauchen echt so ewig und andersrum. Kriegst einen Schuss ab und dann steht der Pilot gestört und war ohnmächtig und ein bisschen im Arsch. Er ist gleich im Arsch, wenn er weiter so fliegt, Alter. Wir haben schon mit einem modernen Flugzeug beim Doppeldecker gekillt. Die Doppeldecker so langsam sind, dass du kannst gar nicht irgendwie... Hab ihn, Alter! Hab ihn! Bam! Er ist tot. So wie er aufklatscht. Ich komm, schau mal hin, schau mal hin. Warte, jetzt. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Er ist einfach weg. Er ist einfach weg. Okay, tun wir den nächsten.
greift ihr in ihre Boote an. 41%. Big und Generous. Hier, ich passe jetzt auf hier Arma 3 rauskommen. Dann müsst ihr euch das auf jeden Fall holen. Jetzt kalt. Was ich denn noch für Spiele, was man zusammen spielen kann? Super. Keine Ahnung, was damit geworden ist aus dem Spiel. 19 Stunden habe ich das gespielt. Bei der Orchester, so Rising Storm, 335 Stunden. Ah, wie ist das? Welches Spiel hast du am längsten gespielt? Hallo? Was geht ab, Olli? Wo bist du denn? Ich hab schnell telefoniert. Aha. Das war das längste Spiel, was du gespielt hast bis jetzt? Was? Das längste Spiel, was du gespielt hast? Was denn? Wie viele Stunden? Ich glaub 175 oder so. Das ist ja nix. Weißt du, was bei 4 Stunden 2 hat? 519 Stunden. Bei was? Stunden 2. Was ist das? Strategiespiel. Kenn ich gar nicht. Das ist jetzt so eine Total War-Reihe, kennst du? Was habe ich denn noch viel gespielt? Napoleon Total War? Das heißt, das ist auch so ein Strategiespiel aus der Reihe, 189 Stunden. So Strategiespiele nicht so. Ah, hab ich schon gemerkt. Aber keiner hier im Pferd. Nee. Aber ich spiele sind im Moment halt auch nicht mehr. Eigentlich Epoch ist schon ziemlich geil. Und hier Rising Storm ist hier auch gespielt am Red Orchestra. Ja. 337. Ja. Echt? Jetzt hast du das so viel? Ja. Okay. Ja, früher habe ich das richtig gesucht. Schlimm, wenn man das so sieht, wie viel Zeit man da drin verbracht hat. Was ist denn jetzt hier? 82%. Warte, bei was? Epoch. Wie soll's? Ist deine Runde zu Ende? Was? Ist deine Runde zu Ende? Ja, er ist nämlich... Ich lebe noch, oder? Was ist mit mir? Ich muss landen. Oh Gott, ich muss landen. Alle Epoch. Kann ich das nicht irgendwie hier beobachten, oder? Alle, ich brenne wie eine... Ich habe keine Ahnung. Ich bin tot. Aber das... Hey, wie hat denn der sich so schnell gedreht, Alter? Ich hab dich invited.
frag mich gerade, wie der sich so schnell gedreht hat. Weißt du, der ist auf mich zugeflogen, aber er kam dann gleich wieder auf mich andersrum wieder genauso zu. Weißt du, wie ich meine? Ja. Jetzt habe ich mein neues Flugzeug. Da kann die Landeklappen einfahren. Oh, das gucke ich mir jetzt erstmal an, wie es überhaupt geht. Ah, ich weiß, wie es geht. Mit F und G, Alter. Wie F und G? Ja, du drückst erst F, dann tust du Klappen eingefahren oder Kampf und dann drückst G. Ach so. Ja, wird es am Boden wieder repariert, oder, mein Flugzeug? Ich hab keine Ahnung, ich glaube auch da, wenn du aufs Airfield fliegst, bist du irgendwo ganz hinten. Structural Train Control unter den... unter den Kontrolleinstellungen. Wann sollen die kommen? Wann sollen sie? Also Leute, danke fürs Zuschauen, wir kommen jetzt zum Ende. Wie ihr hört, der Sieg ist unser. Also, bis zum nächsten Mal, euer Broom, haut so rein. Peace! Da ist der Sieg! Ich bin fertig, Olle. Endlich.